So, da bin ich. Oh, aber nur ganz kurz. Ich mache das hier mal kurz. Ja, spiel du auch kostenlos. So, bin dann mal ganz kurz da, um ein Video zu machen. Und zwar, weil die liebe Steffi für mich einkaufen. Das hier. Ja, wir machen das ja immer schön so. Entweder ich überweise Geld oder wir tauschen irgendwas und ja, oder ich kaufe für sie irgendwas und sie für mich. Also das ist so ein ständiges Hin und Her. Und die finde ich ja voll toll. Freue ich mich. Mal einen Blick so in den Käfig, in den Käfig, in den Karton rein. Ja, also, falls ich nicht ganz so enthusiastisch klingen sollte, wie ich in Wirklichkeit bin, das ist, ich bin noch nicht wieder so topfitty. Aber das Video muss einfach sein. So. Beim Video brauche ich mich ja nicht großartig konzentrieren, da reicht das, wenn ich laber. Sprachnachrichten sind auch machbar, aber alles, wo ich schreiben muss, das geht noch. Das geht gar nicht. So, das ist also der Blick von innen. Ich stelle das jetzt mal beiseite. Dann wollen wir mal anfangen. Ich finde diese Teile ja so rattenscharf, ne? Freue ich mich richtig. Also, die sind ja mal. Hier in dieses hier hatte ich mich verliebt. Das hat, sie hat mal, ich glaube Steffi war das, hat mir ihre Washis gezeigt. Und da war dann dieses hier dabei. Oh, super. Echt toll. Ja, auf diese hier bin ich sehr gespannt. Ne, diese hier. Auf die bin ich sehr gespannt, ob die so sind wie die, die ich schon habe. Die sich wohl auch so anfühlen. Meine waren ein bisschen teurer, ist was mehr drauf, aber also bei mir ist mehr drauf. Aber es geht ja um diese Klebebereitschaft, sag ich mal. Und die sollen wohl nicht so toll kleben. Aber dafür gibt es ja doppelseitiges Klebeband und die finde ich auch ganz toll. Ist ja nicht so, als hätte man ein bisschen Washi, ne? Nein, Washi hat man eigentlich nicht. Hier auch. Der in der Mitte ist toll mit den Sternen. Und dann dieses hier. Und dann dies mit dem, da gefällt mir auch. Das sind das hier. Eigentlich gefallen sie mir alle. Nein, ich habe mich hier nicht geschnitten. Ich habe hier Stempelkissen gearbeitet. Dann sehe ich immer so aus. Da gefällt mir allerdings die Farbe in der Mitte am allerbesten. Ja, das sind die. Diese schwarzen, ich mache sie mal einfach beiseite. Und dann hat sie mir noch einmal hier dieses Acrylgloss. Das ist, also ich finde das toll. Ich habe es ja jetzt ausprobiert, hat sie mir beim letzten Jahr mal auch, beim letzten Mal auch mitgebracht. Ich bin da hellauf begeistert von. Und hier, die finde ich auch ganz toll. Ach, da freue ich mich. Da kann ich allerdings auch nicht genug von haben. Die kann man herrlich verarbeiten, vor allem im Embellishments. Und einmal die, sind die nicht toll? Das sind ja die von Action. Also ich finde die ganz toll. Ganz, ganz toll. Und dann einmal dieses große. Das ist auch so Glitter. Das ist dann blau-silber. Und dann haben wir da etwas drin, da ist ein Smiley drauf. Ich glaube, das mache ich zum Schluss auf. Und dann hier auch. Und das ist ein anderes Muster von diesem Spitzenbordüre, oder? Spitzenbordüre, ja. Das ist ein anderes Muster, auch sehr schön. Ich dachte immer, das wären immer nur ein Muster. Aha, schau mal. Da kommen dann noch ein paar mehr Tapes. Das sind dann diese hier. Krafttape.
Da muss ich aber sagen, gefallen mir, ja, also für mich hätten jetzt diese Neon hier so, das wirkt alles ein bisschen Neon, hätte also nicht sein gemusst, aber ich kenne ja Leute, die mögen das und deswegen ist das schon mal gut, wenn man sowas hat, ne? Wenn man diesen Personen dann irgendwas bastelt, dann weiß man schon, haha, die stehen auf sowas und dann kann man das schön benutzen. Darauf achtet man ja doch schon, wenn man was bastelt. Hier finde ich die Sterne und den in der Mitte eigentlich ganz nett. So. Oh. Dann schaut euch das an. Sind die nicht schön? Ich bin ja von allen total angetan hier. Man sieht ja die Designs. Ich gehe da jetzt nur bei einem einmal so durch und die anderen. Ich glaube denn, oh, das ist wirklich schön. Ach komm, machen wir bei allen so. Also da muss ich ja sagen, gefällt mir. Oh, ist das schön. Doch, also bis jetzt war da noch kein Blatt bei, wo ich sagen müsste, oh, nee. Nicht wirklich, weil das gibt es ja leider, ne? Bei vielen Blöcken. So, wenn es mir dann wieder ein bisschen, oh Gott, dann wird mir schwindelig. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, also ich mache das nicht weiter. Mir wird davon schwindelig. Ich zeige das lieber mal so. Und sehr schön, ne? Dann haben wir noch diesen. Also Steffi hatte sich die Kartons bestellt von diesen Sachen. Und ja, da habe ich dann natürlich sie natürlich direkt für mich mitbestellt. Der ist sehr schön. Hier, wer Rosen mag, der hat bestimmt ziemlich viel Freude an diesem Block. Buhai. So, und dann noch zweimal so schöne Perlensticker. Beziehungsweise selbstklebende Halbperlen und Herzen. Sehr schöne Farben, ne? Vor allem dieses Türkis. Also so hier diese Farbzusammenstellung gefällt mir sehr gut. Und dann hat sie mir total niedlicherweise, wer ihre Videos guckt, der kennt das, hier so eine Form mit da reingelegt. Ist das nicht süß? Oh, ich finde das so lieb. Ostern kann kommen, obwohl ja erstmal der Weihnachtsmann kommt, ne? Und dann, ta-da-da-da! Zweimal Luftschokolade. Schön, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wofür sie mir diese hier mit reingepackt hat. Ich hatte irgendwas für sie gemacht und durfte mir was wünschen, hat mir zweimal Luftschokolade gewünscht. Aber ich weiß nicht mehr genau für was. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, warum hier da dieses süße und schon wieder in so tollem Papier eingewickeltes grünes Päckchen dabei ist. Gesagt hat sie nichts. Mysteriös. Ja, ich mag ja dieses Papier so unheimlich gern. Das kann man auch schön weiterverwenden, wenn man es nicht ganz so arg kaputt fusselt. So, ich glaube, ich bin durch, ne? Müsste aber eigentlich. Da oben noch ein Stückchen. So. Dann wollen wir mal kicken. Das sind die Candies. Ja, cool. Wir beide tauschen. Ja, sind die nicht toll? Guckt euch das an. Die sind so, so schön. Also ich. Oh. Sind die toll? Meine. Aha.
richtig. Also der hier oben, der, ach, braun. Ich und braun, ne? Der ist ja, oh. Und da habe ich, oh nein, sind die hübsch. Hat sie richtig schick gemacht. Aber das Lustige ist, diese beiden Pins, die hat sie mal, glaube ich, von mir bekommen in einem Pocket Letter oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, jetzt habe ich sie wiederbekommen, aber richtig cool verarbeitet. Ja. Das hier sieht richtig toll aus, ehrlich. Dabei ist sie immer so unzufrieden mit ihren Sachen. Du hast einen Vogel. Die sind wunderschön. Und guckt euch das hier an. Herrlich, oder? Und da hat sie dieses süße Larvenmädchen hier unten reingestanzt mit ihrer Handstanze. Total schön. Jawohl. Und es gibt noch eins. Und das finde ich so richtig hammerhart. Hier hat sie das so richtig schön. Das hat sie nämlich auf die Unterlage drauf gestempelt. Und schön hier noch schön gestanzt. Und hier ist das ein Eckenstanzer mit Herzen? Weiß ich gar nicht. Das ist ja niedlich mit dem kleinen Herz. Das passt ganz toll. Also in live, also auf dem Bild haben sie mir schon gut gefallen, aber live sehen die ja mal hammerhart aus. Echt toll. Dieses Herz hat eine schöne Form. Wo hast du denn das her? Das ist ja schön. Hast du da etwa so eine Stanze für so ein Herz? Ich dachte immer, die Herzen sehen bestimmt kacke aus. Wenn ich so diese Stanzen, wenn ich manche Stanzen sehe, dann kann ich mir das eigentlich nie so live und verarbeitet vorstellen. Außer, ich habe schon ein Bild vor dem Auge. Dann funktioniert das. Aber manchmal ist das ein bisschen schwer. Also, liebe Steffi, hammerhart. Also, das ist. Och, und guck mal hier oben, dieses niedliche Kleid. Ist das nicht toll? Hast du bestimmt auch wieder selbst gemacht. Die hatte ich jetzt wirklich komplett wieder vergessen, ne? Also, böse, böse. Da bedanke ich mich also ganz, ganz herzlich. Und auch wieder, dass du für mich einkaufen warst. So, und dann mal auf Wiedersehen, ne?